So, hallöch meine lieben Freunde, ich sag mal ein herzliches Yo, Peace zu euch meine lieben Zuschauer und begrüße euch recht herzlich zu einem kleinen neuen Projekt, was ich hier auf meinem Hauptchannel vorhab, Blues Let's Play und so. Die meisten bzw. die älteren Zuschauer von mir haben ja mal mitbekommen, dass ich solche Let's Promos gemacht habe und wieso die jetzt nicht mehr kommen, das habe ich öfters mal in Minecraft Let's Play gesagt, beziehungsweise auf meiner Facebook-Page. Für die Leute, die es immer noch nicht mitbekommen haben, ich habe keinen Bock, das noch tausendmal zu erwähnen. Ich habe so eine Art neue Plattform hier vor, auf jeden Fall, weil ich bin ja eher so ein Community-gebundener Mensch und finde das einfach klasse, mit meiner Community zu arbeiten. Und deshalb möchte ich einfach die mich auch unterstützen, beziehungsweise die ich auch unterstütze und so, ja, einfach mal die Chance zu geben, auch von meinen restlichen Zuschauern gesehen zu werden, die dann halt noch übrig sind und so. Das Ganze nennt sich einfach mal Flashmob auf einen gewissen Let's Player. Wieso Flashmob, werdet ihr gleich noch erfahren. Ich werde jetzt nicht irgendwie Promo machen von wegen, ja, der macht das, das sollte er besser machen und so. Nein, ich werde einfach die Leute raussuchen, die ich einfach richtig geil finde und die ich einfach sowas von abfeier. Da feiere ich mir wieder im Arsch ab, wie gesagt, das kann ich tausendmal erwähnen. Ich habe ja auf meiner Seite gestartet und diese ganze Flashmob-Aktion wird sich vorerst mit diesen Leuten hier befassen, die ich hier in meiner Liste habe. Und natürlich auch noch ein paar, die natürlich nicht in der Liste sind. Also es wird immer random so ausgesucht halt von meinen Abonnenten, die ich halt selber habe. Und also jetzt nicht ihr könnt entscheiden, sondern ich entscheide das halt. Ihr könnt euch leider auch nicht drauf bewerben. Sorry auf jeden Fall dafür, aber wie gesagt, zum Flashmob möchte ich auch auf jeden Fall erklären, was genau das zu tun hat. Also ich werde jetzt in dieser ersten Folge den Kedos nehmen. Den Grund, ich möchte einfach nur mal testen, ob dieses Format gut bei euch ankommt und ob man da auch wirklich eine Interaktion sieht, ob das wirklich umsetzbar ist. Und dann, wenn das wirklich ein voller Erfolg war, wird dieses Format wöchentlich immer weiter kommen und ihr werdet immer einen weiteren Let's Player von mir vorgestellt bekommen. Also der auch Let's Plays macht, kann auch sein, dass er andere Projekte halt auf seinem Channel hat. Und ja, ich gehe jetzt einfach mal auf seiner Seite. So, da hätten wir nämlich ihn hier. Ja, komm, einmal kurz, komm. So. Das Ganze läuft so ab. Flashmob ist so gemeint, ihr geht auf Videos ansehen, geht auf die Kanalkommentare, klickt hier hin und schreibt jetzt einfach mal einen lieben Gruß vom Blue oder sowas. Einen lieben Gruß vom Blue. Das schreibt ihr jetzt einfach mal dahin und dann könnt ihr ja, wenn ihr Bock habt, seinen Channel auschecken. Und das ist im gewissen Sinne Promo, was ich mache. Und das werde ich auch bei kleineren Let's Playern unter 50 Abos machen, die ich auch sehr gerne gucke und die mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Ihr schreibt jetzt dann einfach mal, ich fange jetzt einfach mal an. Ja, ich lieben Gruß vom Blau, vom Blue. Könnt ihr uns Smiley hintersetzen und wenn ihr ihn abonniert habt, könnt ihr mal Abo hinter Dingsen schreiben oder so. Lieben Gruß vom Blue, das macht ihr jetzt einfach mal so. Und ja, wenn da wirklich mehr als 5 bzw. 10 Leute wirklich dahinter kommen, beziehungsweise das wirklich auf seine Kanalwand-Kommentare gedöns halt packt, würde ich auf jeden Fall sagen, ist diese Aktion ein voller Erfolg, weil klar, er hat 26.000 Abos, aber ihr müsst euch das mal vorstellen, wenn ich jetzt in der zweiten Folge einen Let's Player nehme, der 50 Abos hat oder nur 30, ja, sind diese 10 Kanalkommentare schon was viel wert, weil da schauen auf jeden Fall 10 Leute auf seinem Kanal vorbei. Und darum mache ich das ja. Ihr sollt einfach mal euch nach diesem Video, in dem ihr das hier schaut, weil es wird meistens dann auch abends kommen und danach kommt dann kein Video mehr von mir, setzt euch einfach mal mit dem Channel von dem Flashmob-Opfer, sag ich jetzt einfach mal, auseinander. Und ja, guckt zum Beispiel bei seinen Uploads, bei seinen Playlists vorbei und ja, dann werde ich auch nochmal ganz kurz was zum The Kedo Zone sagen. Er macht halt so Projekte, also macht auch Let's Plays, nur der ist momentan so eine Channel-Umstrukturierung, Gedönszeugs. Wo er halt, ja, Vlogs macht, er macht mal kurz mal empfohlen, er macht angezockt Videos, Gameplay-Videos und Let's Plays von Skyrim, von Alan Wake, von Shank, von SimCity hat er gemacht, von Minecraft hat er mal ein Let's Play gemacht, Dead Island hat er ein Together gemacht, Metro 2033 und ja, das sind eigentlich so die Projekte, die er macht und, ja, wie gesagt, er ist ein richtig sympathischer, lustiger und perverser Typ. Ja, wie gesagt, dann werde ich nach diesen Flashmob-Aktionen auch immer ein bisschen was über die Leute erzählen. Und ich hoffe auf jeden Fall, ich gehe mal wieder zurück auf meinen Kanal hier, ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Flashmob etwas Kleines bewirken kann. Weil wenn ich jetzt wirklich sehe, dass 10 Leute wirklich darauf eingehen, dann sehe ich auf jeden Fall, okay, diese kleine Flashmob-Promo-Aktion hat auf jeden Fall was gebracht.
Und ja, wie gesagt, das mache ich, das Ganze mache ich einfach nur, damit meine Community sieht, dass ich wirklich sehr community-freundlich bin und auch kleinere Let's Player unterstütze. Ich bin selber auch noch klein, das möchte ich auch nochmal sagen, auch wenn ich jetzt 526 zu dem Zeitpunkt habe. Mich deabonnieren jetzt eh wieder 20 Leute, aber es ist mir scheißegal. Ich habe treue Zuschauer, danke nochmal hier an eurer Stelle und ja, wie gesagt, falls das Format hier wirklich gut ankommt, dieser kleine Flashmob, Flashmob, wie gesagt, heißt, dass eine kleine Masse einfach mal auf den Kanal geht und dort ein paar Kommentare hinterlassen. Auf die Kanal-Kommentar-Pinwand und so, ne? Wisst ihr Bescheid? Und ja, deshalb mache ich das einfach mal, weil ich irgendwie Bock auf ein neues Format hatte, abseits der Promos, und das hat mir ehrlich gesagt früher auch richtig gefallen, kleinere Let's Player halt zu unterstützen, zu sagen, was sie besser machen können. Nur das lässt sich halt mit der heutigen Generation leider, die sich jetzt bei mir beworben haben, das sind jetzt 120 Stück gewesen. Und wie gesagt, sorry, da sind leider einige dabei, die es einfach nicht verdient haben, promoted zu werden, weil die so eine Kacke auf dem Channel haben. Also jetzt nicht vom Projekten her, sondern vom Kommentarstil, von der Qualität her. Und wie gesagt, ich bin auch nicht so der bombenmäßige Qualitäts-Junkie und so, ne? Noch nicht. Und ja, wie gesagt, ich nehme das Ganze auch noch mit meinem alten Headset hier auf. Neues kommt bald. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass dieser Flashmob ein kleiner Erfolg wird. Mich würde es auf jeden Fall riesig, riesig freuen. Und dann sage ich jetzt einfach mal ein herzliches Jo, Peace und reingehauen. Ich drücke einfach mal auf Stopp und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß mit dem Channel von Kidos. Tschüss, tschüss.